Servus, Ebers, der Dieter, und zwar mit dem Halbzeits-Podcast. Spannend, wirklich, weil 12 Sendungen sind jetzt on air sozusagen, haben wir fertig gemacht und über 10.000 Hirn zugelassen. Und das freut mich ganz fest, nicht bloß mich, sondern auch den Gästen, wo ich singen dürfe, dass es so gut ankommt und dass ihr vor allem auch Freude mit dem Hirn, weil dann hören ich und vor allem auch meine Gäste auch eine große Freude. Was ist da alles passiert? Und zwar angefangen wir mit dem Guido in Doren und beim Simon bin ich gesehen und beim Karl Ennimoser. Der hat mir natürlich so viel Geschichte erzählt, es gibt noch einmal eine Sendung. Und dort, wo ich gefragt habe, was tätest du nochmal, wenn du 20 wärst und das Liches wüsstest, also wie jetzt? Ja, der sagt, auf Brasilien tät ich auch, weil da könnte ich natürlich Müllabfuhr aufbauen und noch einmal viel, viel größer wäre. Oder von Martin Kobras, die Faszination Fußball, was wirklich das ausmacht. Und wenn man in die Augen reinguckt, wenn er von dem erzählt. Ebenso bei der Edith Klinger, unsere Leiterin von Bützer, wenn die vom Leiterl erzählt und er in die Augen gucken kann, wirklich, das war eine Sensation. Oder das Ernele vom Schiffle, wo es einem einfach gesagt hat, du, ich glaube, es hat sich gelohnt zum Lerber. Das sind wirklich auch ganz rührende Geschichte gesehen. Jetzt, meine Lieben, ich hätte jetzt eine Bitte an euch. Und zwar, mich tät es ganz fest freuen, wenn ich für euch eine Rückmeldung kriege, tät oder Rückmeldungen, einfach ein Feedback. Wie hat es euch gefallen? Was für Geschichte hat euch gefallen? Oder hinter vielleicht auch einen Vorschlag, was man anders oder besser machen kann. Wie geht das? Und zwar, da geht ihr am besten auf die Homepage, auf www.servas.at. Dort findet ihr auch einen Feedbackbogen oder ihr schickt mir eine E-Mail unter dieter@servas.at. Oder ihr könnt natürlich auch Bewertungen auf Google Podcast und auf Apple Podcast machen. Das tät mich fest freuen. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, der heißt auch Servus Dieters Welter Podcast, und den könnt ihr abonnieren. Und was natürlich auch noch ganz toll wäre, wenn ihr einfach die Kanäle abonnieren. Dann weiß ich auch in etwa, wie viel regelmäßig loset, und das tät mich und vor allem auch die Gäste fest freuen. Also, seid ihr nicht, gebt mir ein Feedback oder ruft mir an. Einige von euch reden mir auf der Straße an, wenn sie mich treffen und erzählen von ihren Geschichten, wo sie es hören. Auch international wird der Podcast hören und das freut mich natürlich umso mehr. Jetzt aber wird es so sein, dass der Dieter eine Klingerpause gönnt, und zwar Sommerpause, ich gehe ins Schwimmbädli bis Mitte September. So locker wird es jetzt sein. Ich werde ja wieder Geschichten vorbereiten, weil es geht ab Mitte September dann wieder los. Und dann wird es noch weitere 8 Sendungen für Hyrgie. Zu Weihnachten gucken wir dann einfach, wie es weitergeht. Also, noch einmal die Bitte an euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, mir ein Feedback zu geben oder abonnieren und vor allem auch eure Freunde, Kollegen und Lieben weiterzuerzählen, dass es Dieters Welter Podcast gibt und dass man da viel Freude miteinander hört. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sommer und wir hören das verlässlich wieder im Herbst, Mitte September. Servus, euer Dieter.